Ey, das ist so hoch. Da ist noch nie irgendwas passiert, oder? Okay. Eins, zwei, drei. Du? Super, Schatz. Hi ihr Lieben und herzlich willkommen bei Mami Blog. In diesem Video geht es wieder um allgemeine Tipps und Tricks zum Thema Familienreisen, in unserem Fall jetzt nach Österreich. Und natürlich nehme ich euch auch gerne wieder ein Stück weit mit in unsere Erlebnisse und unseren Aufenthalt vor Ort. Wir sind jetzt schon immer gerne nach Österreich gefahren, um Urlaub zu machen. Ich persönlich habe sehr, sehr viele schöne Kindheitserinnerungen an Österreich. Ich finde einfach die Natur unglaublich faszinierend. Das Land ist extrem familienfreundlich und bietet eigentlich in allen Urlaubsregionen super viel Programm und Aktivitäten für Kinder und Eltern an. Und es war auch schon immer so. Und ja, das alles mit so einem Panorama genießen zu dürfen, ist für uns mittlerweile zu einem super, super schönen Kontrast zum herkömmlichen Strandurlaub geworden. Und ich denke, mit riesigem Mehrwert für unsere Kinder. Ganz viel Spaß bei diesem Video. Das Schöne an Österreich ist ja erstmal, dass es nicht weit weg ist von uns. Dichter geht's kaum, es sei denn, wir bleiben in Deutschland. Heißt, man kann sich für eine Anreise mit dem Flugzeug, mit dem Auto oder auch für die Bahn entscheiden. Und das finde ich jetzt vor allem für Familien optimal, denn Kinder sind unterschiedlich und hier kann man sich einfach dann das Passende für sich raussuchen. Wir waren in Zerfaus Vislades, wie vorletztes Jahr im Winter schon. Es wurde uns auf jeden Fall dort in Zerfaus Vislades vor Ort gesagt, also von einem Hotelgast, dass es hier im Sommer ganz genauso toll sein soll. Fast noch toller als im Winter, so war der genaue Wortlaut. Also sind wir jetzt auch wieder für den Sommer gekommen, nach Zerfaus Vislades in Tirol. Noch genauer in das Kinderhotel Laurentius, denn auch hier sind wir Wiederholungstäter, weil wir einfach sehr, sehr happy waren mit allem Drum und Dran. Ganz unabhängig davon, in welcher Unterkunft wir jetzt waren, kommen hier mal ein paar Tipps, die für mich den Urlaub wertvoller machen, beziehungsweise überhaupt erst den Urlaub zu Urlaub machen. Klar hängt jetzt die jeweilige Unterkunft stark vom persönlichen Urlaubsbudget ab, aber an dieser Stelle bin ich persönlich immer der Meinung, lieber ein paar Euro mehr zu sparen, dafür vielleicht eventuell sogar auf einen weiteren Urlaub zu verzichten. Denn ich finde, es lohnt sich wirklich, weil man einfach viel mehr geboten bekommt. Einmal für die Kinder, aber auch für die Zeit zu zweit. Für uns macht es also einen riesen Unterschied, ob Kinderhotel oder beispielsweise eigenes Apartment mit Pool. Und da rede ich jetzt zum Beispiel von Spielräumen, die die Kinder jederzeit bespielen können und wo es ganz egal ist, ob um 6 Uhr morgens oder um 9 Uhr abends, je nachdem, wann immer die Kinder noch fit sind. Dann rede ich zum Beispiel von einer Kinderbetreuung, die vielleicht auch schon für Kinder aller Altersstufen angeboten wird, sofern die Kinder bleiben möchten natürlich und man Bescheid bekommt, dass alles gut ist. Weiter von einer vorbereiteten, kindgerechten Umgebung im Restaurant, finde ich auch ganz wichtig. Sowie ja einfach Gleichgesinnten halt, die sich nicht gestört fühlen oder genervt sind, weil die Kinder ein bisschen lauter werden oder vielleicht auch rumlaufen. Und nicht zuletzt bleiben ja auch die Angebote für die Zeit zu zweit erwähnenswert, auf die jedes Kinderhotel eigentlich ebenso viel Wert legt wie auf das Angebot für die Kinder. Darüber hinaus bieten Kinderhotels nicht nur in den Gemeinschaftsräumen, sondern auch auf den Zimmern meistens alles, was für Babys und Kinder nötig ist. Es gab für die Kinder, die zum Schlafen völlige Ruhe brauchen, ein eigenes Zimmer mit Betten, die Rausfallschutzvorrichtungen zum Rausnehmen hatten, für ganz klein bis größer. Und sogar auch einen extra Rausfallschutz noch zum Anbringen ans Elternbett, damit es zum Familienbett umfunktioniert werden kann. Ich finde, das hat man sonst überhaupt nirgendwo. Zusätzlich gibt es dann noch in Kinderhotels eigentlich überall die Möglichkeit zu waschen und auch zu trocknen. Eine Tatsache, die mit Kleinkind und Kita-Kind wie in unserem Fall jetzt doch nicht ganz unwichtig ist. Wir hatten hier in Österreich jetzt auch eine tolle Auswahl an Buggys und anderen Fahrzeugen, mit denen gesichert war, dass wirklich jeder auch fußläufig vorankommt, egal in welchem Alter und wie müde die Kinderbeine sind. Sogar Elektrobuggys werden in Österreich oder zumindest hier bei uns jetzt kostenlos zur Verfügung gestellt, mit denen man mühelos dann auch die steilen Bergstraßen hochkommt. Ja, dann drehe ich jetzt aber nochmal zurück zur ganz allgemeinen Anreise und zeige euch wieder ein paar Dinge, die Kinder auf einer längeren Reise bei Laune halten. Und das sind einmal reisetaugliche Snacks, die weder rumschmieren noch krümeln und im besten Fall die Kinder auch ein bisschen beschäftigen. Klar, das mit dem Essen im Auto zum Beispiel handhabt jetzt jeder anders, aber allgemein furchtbar für unterwegs zum Beispiel finde ich jetzt Tüten, die reißen. Und hier gibt es einen tollen Upcycling-Tipp, finde ich, für Kleinigkeiten.
Also wie zum Beispiel für Heidelbeeren, für Trauben, kleine Knabbereien oder Rosinen zum Beispiel. Die lassen sich in einer leeren Smoothieflasche super unterkriegen und dann auf der Reise echt gut portionieren. Auch wenn es mal ruckelt, landen dann immer nur so ein paar Snacks davon in der kleinen Kinderhand. Ich war echt überrascht, wie gut das funktioniert hat. Könnt ihr mal ausprobieren. Ja, und jetzt kommt wieder die Bento-Box zur Sprache, obwohl ich jetzt wirklich keine Werbung dafür machen möchte. Sie hat aber für unterwegs die praktische Eigenschaft, dass sie durch das Silikon an der Außenseite rutschfest ist. Und auf einem Reisetischchen zum Beispiel, wie im Flugzeug zum Beispiel, manche haben auch einen im Auto, nicht wegrutschen kann. Und damit bleibt natürlich alles viel eher an seinem Platz, bis es aufgegessen ist. Wer jetzt andere Boxen besitzt, die dieses Silikon außen nicht dran haben, der kann sich diesen Vorteil aber trotzdem zunutze machen und sie mit selbstklebenden Anti-Rutschnoppen rutschfest machen. Die könnt ihr entweder kaufen oder ihr habt vielleicht eine Heißklebepistole zu Hause, dann könnt ihr sie ganz einfach selber machen. Keine Sorge, ihr bekommt die Reste ganz leicht wieder abgezogen. Und ein klassischer Sattmacher, der, glaube ich, bei allen Kindern gut ankommt, bei meinen auf jeden Fall, sind ganz einfach kalte Nudeln zum Wegsnacken. Quetschis kommen natürlich auch immer gut an, egal ob Fruchtmus drin ist, Müsli-to-go oder ein Brei-to-go. Ja, an Beschäftigungsideen sind bei uns gerade Malen und Stickern hoch im Kurs und bei vielen anderen Kindern ja auch. Deshalb allgemein zu diesen Themen noch ein paar kleine Tipps. Ausmalbücher kann man natürlich auch überall kaufen, aber viel cooler ist es doch, Ausmalbilder auszumalen, die genau auf die eigenen Interessen abgestimmt sind. Deshalb drucke ich mir einfach ein paar Bilder aus dem Internet aus, gebe vor dem Drucken ein, dass 4 Bilder auf eine Seite sollen und tacke dann nur noch die halbierten DIN A4 Blätter zum kleinen Ausmalbüchlein zusammen. Als Unterlage eignet sich ein ganz einfaches Klemmbrett sowohl zum Ausmalen als auch zum Stickern. Allgemein zum Malen sind ja auch Kreidebücher echt toll, in die man sowohl mit Kreide als auch mit Wachsmalstiften oder auch Wegwischstiften reinmalen kann. Wir haben die fertig zu kaufen im Shop, aber ihr könnt die, wenn ihr Tafelfolie da habt, auch wirklich einfach selber machen. Dafür braucht ihr ein altes Kinderbuch, was keiner mehr gebrauchen kann, weil es einfach stark abgenutzt ist. Ich finde hier die Unkaputtbar-Bücher von Pixi praktisch, weil die haben relativ wenig Seiten, die relativ dünn sind und ihr könnt die gut mit der Tafelfolie bekleben und tatsächlich auch, weil die so eine beschichtete Oberfläche haben, kriegt ihr da die Tafelfolie sehr leicht wieder ab, wenn ihr das wieder abbekommen wollt. Dann kennt ihr bestimmt diese coolen Licht-An-Bücher. Hier liegt eine bedruckte Folie auf einem schwarzen Untergrund. Und wenn man dann mit so einer beiliegenden weißen Papiertaschenlampe zwischen Folie und Untergrund geht, entdeckt man die Tiere, die auf die Folie gedruckt sind. Das könnt ihr ganz einfach nachmachen. Ich habe dafür das Kreidebuch genommen, einfach weil es schon schwarze Seiten hatte. Habe mir kleine symbolische Meerestiere aus dem Internet ausgedruckt und die dann auf einen zugeschnittenen Gefrierbeutel abgepaust. Die Taschenlampe besteht aus einem Stück weißem Moosgummi, den ich auf einen schwarz angemalten Bastel-Eisstiel draufgeklebt habe. Ja, dann erwähne ich gerne hier auch noch die Wischiwaschi-Markers. Das sind Filzstifte, mit denen man ausmalen kann und die man aber von allen glatten Oberflächen sehr leicht wieder abbekommt. Deshalb eignen auch die sich meiner Meinung nach speziell fürs Reisen sehr gut. So, und bei Stickern gibt es welche, die wirklich richtig gut fürs Verreisen geeignet sind. Und zwar sind das wiederverwendbare Sticker, die gar nicht wirklich kleben, sondern durch Statik an allen glatten Oberflächen haften. Es hat den mega Vorteil, dass sie nicht an Klebkraft verlieren, eure Kinder sie auf dem Tisch oder woanders zwischen ablegen können und sie einfach immer wieder woanders hinkleben können. Sie haften nicht nur auf den dazugehörigen Bögen des Blocks, sondern zum Beispiel auch an der Fensterscheibe, sodass sie genauso wie auf Langreisen natürlich auch super zu Hause verwendet werden können. Und hier ein ganz allgemeiner Tipp noch zum Thema Stickern. Wenn ihr die Außenumrandung vorher einmal abzieht, dann hat es euer Kind viel, viel leichter, die Sticker abzubekommen. Manchmal müsst ihr da ein bisschen rumpulen, aber die Arbeit lohnt sich, weil das Kind dann später keine Frustrationsmomente hat. Was eine Freundin von mir noch rausgefunden hat, sie hat auf unserem Mädels-Trip letztens ihre Kaffeetasse markieren wollen, hat es halt mit einem dieser Sticker gemacht und dann aus Versehen in die Spülmaschine gesteckt und die Sticker sind sogar spülmaschinenfest, hafteten immer noch auf der Tasse. Ja, ich bin sehr begeistert, wie ihr merkt, verlinke euch auch alles gern in der Infobox. So, und damit alles gut zum Mitnehmen geeignet ist und auch gut zusammenhält, packe ich alles in so eine Mappe. Achso, ja, die Waterballs, die kennt ihr, die haben wir immer dabei, weil sie einfach mal immer noch der Hit für beide sind. Ja, und die Mappe ist ja jetzt doch recht voll geworden. Ihr könnt sowas aber mit selbstklebendem Klettband stabiler und auskippsicher machen. Da habe ich jetzt einmal vorne eins dran geklebt und auch an den Seiten welche befestigt. Und jetzt, ja, ist es echt so ein praktisches Reisekit geworden, wo alle aktuell angesagten Beschäftigungsmöglichkeiten reinpassen. Die Mappe ist jetzt hier super zum Mitnehmen. Wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, verteile ich die Sachen natürlich einfach im Auto-Organizer. Genau dafür ist er ja auch gedacht. Ja, und jetzt nehme ich euch natürlich noch ein bisschen mit in die erlebnisreiche Region. Ist ja wahrscheinlich für viele von euch auch interessant, wie schön man hier Urlaub mit Kindern machen kann. Na klar, Österreich steht fürs Wandern, ist keine Frage, aber das steht für uns im Moment mit unseren beiden Ein- und Vierjährigen altersbedingt gerade gar nicht so unbedingt im Fokus. Und deswegen, so dachten wir zumindest im Vornherein, bevor wir die Reise angetreten haben, brauchten wir möglichst viel Kinder- und Kleinkindertaugliches vor Ort. Und da ist das Angebot hier echt
größer als großzügig. Hier könnte man einfach mal 4 Wochen bleiben, glaube ich, und hätte immer noch nicht alles ausprobiert und gesehen. Was wir zu dem Zeitpunkt jetzt, also vor der Reise, noch gar nicht wussten, war, dass wir in der Region mitten von Abenteuerbergen umgeben waren. In den Abenteuerbergen, da gibt es Erlebniswanderwege, wie zum Beispiel den Piratenweg, den Hexenweg oder den Forscherpfad. Und hier wird so viel für Kinder geboten, dass sie einfach wie von alleine laufen. Ist kein Witz, ich habe es wirklich nicht für möglich gehalten. Aber Yannick ist 2,5 Stunden mit uns den Hexenweg gewandert, ohne auch nur annähernd aufzugeben. Man läuft hier mit so einem Stickerheft von Station zu Station und entdeckt jede Menge verhexter Dinge, löst Rätsel und am Ende kommt man dann im großen Hexenhaus an. Auf halber Strecke etwa kommt man an einer Alm vorbei, kann sich stärken und dann geht es weiter über Wildblumenwiesen mit echt atemberaubendem Panorama ins Tal. Ich glaube, das hier fand ich persönlich am allerschönsten auf der ganzen Reise und ich finde es wirklich wundervoll, dass Kinder hier in so einer Art und Weise ans Wandern und an die Natur herangeführt werden. Ansonsten sind Yannick und Lia im Moment wie wohl alle Kinder vor allem happy mit Spielen, Toben, im Wasserplanschen, Tiere angucken oder sich einfach selbstständig in der Natur beschäftigen. Und das lässt sich hier zur Genüge unternehmen. Lia kann sich im Moment zum Beispiel den ganzen Tag ausschließlich mit Steinen beschäftigen oder zum Beispiel in der Wildblumenwiese die Blümchen untersuchen. In Fis sind wir ja untergekommen und direkt hier an unserem Hotel ist auch schon die erste Gondel, die uns hochbringt zur Mittelstation, wo sich der Sommer-Funpark von Fis befindet. Die erste Erlebniswelt, die wir uns jetzt hier angeguckt haben. Hier gibt es auf einer riesigen Fläche alles, was das Kinderherz begehrt. Und eigentlich auch nicht nur das Kinderherz, auch Erwachsene kommen hier auf ihre Kosten. Denn hier sind die ganz großen Attraktionen, wie zum Beispiel der Fisserflieger, der Sprungturm, von dem man aus einer Höhe von 3 Meter, von 5 Metern und 10 Metern auf ein riesiges Luftkissen springen kann. Die Originalszene habt ihr dazu schon gesehen, das hat mich echt Überwindung gekostet. Ja, und den Sky Swing, den gibt es ja auch noch, in den sich man wohl echt lebensmüder Mann reingetraut hat. Oh oh. Das ist mal eine Schaukel, oder Janni? Ja. Oh Gott. Oh. Ah, okay, reicht. Du auch? Willst du auch mal schaukeln? Alles gut? Das sah echt nicht gut aus. Yannicks Lieblingsattraktion und meine auch hier oben war aber der Fisserflitzer. Eine Sommerrodelbahn, bei der man mit einer Geschwindigkeit von bis zu 45 km/h 2,2 Kilometer, also den kompletten Weg runter ins Tal fahren kann. Du bist so schnell! So schnell? Nein! Da sind Tunnels, Mama, du wirst sehen. Boah, das war heiß! Ja! Eine Krake! Oh. Bist du der Tiger? Dann gibt es ein Stück weiter von unserer Unterkunft jetzt den Erlebnispark in Höck mit einem Speicher und Badesee, in dem sich die Kinder halt neben Planschen und Steine suchen mal wieder ausgiebig auch austoben konnten, zum Beispiel auf einem Kuhfladentrampolin oder auf einer Wabbelwiese. Also hier ist echt einfach mal alles für Kinder ausgerichtet. Hier war unser persönliches Highlight das Tretbootfahren, das wir eigentlich jetzt in dem Urlaub auch nochmal wiederholen wollten, wozu uns aber dann leider die Zeit fehlte. In diesem Park hier gibt es auch noch mal eine zweite Sommerrodelbahn, den Schneisenfeger. Ihr kennt ihn vielleicht noch aus meinem alten Video, den haben wir im Winter schon mal mit riesigem Spaß berodelt, als Yannick noch ganz klein war. Nimmt man in Zerfhaus jetzt die Parallelgondel, dann landet man nicht im Erlebnispark Höck, sondern in einer dritten Erlebniswelt. Hier gibt es jetzt neben einer riesigen offenen Spielplatzwelt und wieder mal einem tollen Panorama eine Murmeltierhöhle. Deshalb heißt das Gebiet hier auch Mumliwasser. Und dann auch noch mal ein weiteres Highlight war das Kinderbergwerk, das wir auch direkt von unserer Fissergondel aus erreicht haben. Sogar einige wenige Überreste von Schnee hat man hier noch entdeckt. Ganz hoch oben also habe ich sofort den Ausblick wieder erkannt. Hier hat nämlich mein persönliches Winterurlaub-Highlight stattgefunden. Denn hier konnte ich mich ganz allein frühmorgens ohne Mann und Kinder auf meinem Snowboard ins Tal stürzen. Was ich übrigens auch noch erwähnenswert finde, sobald man hier als Tourist in seiner beliebigen Unterkunft ankommt, bekommt man kostenlos die Super-Sommerkarte. Und das ist eine Karte, mit der man alle Gondeln nutzen kann und damit auch in alle Parks und von Region zu Region kommt. Und das war es auch schon wieder aus Österreich und beim Mami-Blog. Ich hoffe, ihr hattet
annähernd so viel Spaß bei diesem Video wie wir auf unserer Reise und ich hoffe natürlich, wie immer, dass ihr auch was für euch mitnehmen konntet. Sollte jetzt jemand Interesse haben, einen ähnlichen Urlaub zu verbringen, schaut einfach mal unten in die Infobox, da verlinke ich euch alles Wissenswerte, was diese Reise betrifft. Genau, und ansonsten sage ich nur noch Tschüss und hoffentlich bis ganz bald.